Hallo Freunde und herzlich willkommen hier auf The Funky Oracle, deinem ganzheitlichen Begleiter in die höhere Timeline. Ich bin Xenia, The Funky Oracle. Mit meiner Gabe helfe ich anderen Menschen, glücklich und gesund zu sein. Es ist ein neues Format, eine Wochenbotschaft, die ich gerne meinem Publikum schenken möchte. Hier auf dem Channel channele ich in drei Sprachen, Deutsch, Englisch und Russisch. Und wenn du in einer der drei Sprachen persönliche Dekorierung von mir bekommen möchtest, dann besuche gerne meine Webpage thefunkyoracle.com, bestell deine Dekodierung und sei noch mehr glücklich, gesund und stark. Ab kommender Woche vom 4. November ist das, was uns interessiert. Wie du siehst, liegen die Karten bereits auf dem Tisch. Ich habe auch mein Dekodierungssystem gleich zur Hand, sodass du auch selbst nachprüfen kannst, woher meine Botschaften kommen. Es ist mein persönliches Geschenk an mich selbst. Ich habe die letzten Monate intensiv genutzt, um mich selbst zu studieren, um mir selbst zu helfen, mein Potenzial zu leben und durch mein Potenzial anderen Menschen zu helfen, gesund und glücklich zu sein. Drei obenstehenden Karten beschildern die Wochenenergien und sieben liegenden Karten stehen für die einzelnen Wochentage. Wenn du bereit bist, mit mir in die Wochenmessage einzutauchen, dann setz dich bequem, hol dir ein Glas Wasser und wir beginnen. Bevor wir beginnen, möchte ich dich bitten, mir zu erlauben, deinem Energiefeld zu treten. Like und kommentiere dieses Video gerne jetzt schon mit deinem Namen, Sternzeichen. Da werde ich auch gleich sehen, welches Sternzeichen gerade aktiv ist. Ich liebe dich, ich liebe mich, ich liebe das, was ist. Ich bin die Liebe, ich bin das Licht, ich bin du. In der abkommenden Woche haben wir folgende Karten wie diese eine, Boundaries. Where do you need to establish better boundaries? Die Karten fragen dich, wer du bessere Grenzen setzen muss. In der abkommenden Woche wird es wichtig sein, ganz genau zu wissen, bis wohin Menschen bei dir gehen können und genauso aber, wie weit du bei anderen Menschen gehen kannst. Deswegen bin ich sehr froh, dass wir auf der anderen Seite der Medaille die Karte Empfindsamkeit haben. Erzengel Haniel, du bist in dieser Zeit besonders empfindsam für Energien und Emotionen. Halte dich selbst und deine Gefühle in Ehren. Eine wunderbare Erinnerung, dass Empfindsamkeit ein gutes Geschenk ist und in den Zeiten, wo gefühlt alles kriselt, man geschüttelt wird und man sich vielleicht nicht sonderlich sicher fühlt, ist Empfindsamkeit ein großartiges Instrument, sich zu beschützen, weil die Hauptenergie der Woche ist Milch und Honig. Wir müssen das Beste daraus machen. Wir müssen unsere Grenzen einstehen und wir wissen meistens, dass da nichts passieren wird. Die menschlichen Bedürfnisse sind sehr simpel. Am Ende wollen wir alle gesund und glücklich sein. Und wenn unsere Gesundheit oder unser Glück beeinträchtigt werden oder in Gefahr stehen, ist es normal und verständlich, dass wir anfangen, dies zu beschützen. Das ist unser Recht, unser Überlebensrecht. Und jedes Spiel hat Grenzen, jedes Spiel hat Regeln. Und wenn man eins in ein Spiel eingetaucht ist, wenn man das Spiel nicht mehr mag, kann man am Ende genauso wieder rauskommen, wie man reingekommen ist. Mit dem Spiel meine ich Beziehung, Situation, auch selbst ein Gefühl. Gefühl von Liebeskummer, von Schwäche, von vielleicht Empfindsamkeit. Empfindsamkeit kann manchmal auch zu einer Last werden. Und ich sende und wünsche allen empfindsamen Menschen auf dem Planeten für abkommende Woche viel Mut, um die eigene Heilung, die man so krass durchlaufen ist, zu ehren, dafür einzustehen, wenn es notwendig ist, Stimme zu erheben, wenn es notwendig ist, sich in Schwäche zu zeigen, weil man dadurch höhere Timeline kreiert. Höhere Timeline muss beschützt werden, besseres Leben muss natürlich beschützt werden, denn durch das Beschützen beweist du dir selbst, wie wichtig dir das ist. Deswegen, wenn du beschützt, achte darauf, dass keiner dabei zu Schaden kommt, dass dein Beschützen eine Rechtfertigung hat und diese Rechtfertigung ist ein gutes Gefühl danach. Sprich, egal was du machst, abkommende Woche, du setzt Grenzen, du fühlst andere Menschen. Wenn das vorbeigeht,
Grenzen setzen und empfindsam sein, solltest du immer ein gutes Gefühl haben. Sich wie Milch und Honig fühlen. Deswegen setze vielleicht deine Sitzungen mit Kunden eher kürzer. Dafür wirst du intensiver in deiner Arbeit. Wenn es um schöne Gespräche geht mit Menschen, die du liebst, dann können die von mir aus auch dafür länger sein oder länger als sonst. Und wenn sie länger dauern, dass du auch dabei kein schlechtes Gefühl hast. Denn höhere Time, dann höhere Frequenz, einfach gutes Gefühl, werden meistens durch Schuld- und Schamgefühle zerstört. Und wenn du in Stärke sein willst, wenn du in höhere Frequenz sein möchtest, dann musst du dich von Schuldgefühlen verabschieden. Das bedeutet nicht, dass man egoistisch wird. Da muss man ganz genau wissen, wo man selber sich eine Grenze setzt. Also hier geht es eher vielleicht sogar um persönliche Grenze zu sich selbst. Wie viel darf ich es mir erlauben? Darf ich mein Glück halten? Bin ich darauf aufmerksam, wer sofort auf mich zukommt, wenn es mir gut geht? Sind das Energiegeber? Sind das Energienehmer? Beide sind wahnsinnig wichtig. Kurzer Hinweis, die Dankbarkeit ist meistens das, was dich befreit. Du hast einen Streit mit der Mutter und du bist aber trotzdem dankbar für diesen Streit, weil du ganz genau weißt, das wird dir weiterhelfen. Du hast dich gezeigt oder deine Mama hat sich gezeigt und ihr seid nächsten Level gegangen. Am Ende, es geht immer dann weiter, einem geht es immer dann gut, wenn man im guten Gefühl bleibt. Also Leute, arbeitet an eurem guten Gefühl. Jeder ist dafür zuständig. Und wir wissen das alles. Am Ende. Das heißt, wenn wir an unserem guten Gefühl arbeiten, dann leben wir am Ende auch in einer guten Welt. Musste ich jetzt auch viel lernen, für mich selbst einstehen, für mein eigenes Glück. Also, ja, das ist die eigentliche Botschaft, die Hauptbotschaft. Wenn dich die einzelnen Wochentage interessieren, lass uns beginnen. Also für das eigene Glück einstehen, eigene Grenzen setzen und eigene Empfindsamkeit ehren. Wie ein großartiges Instrument mit Dankbarkeit nutzen. Was erwartet uns am Montag? Am Montag haben wir Königin der Schwerter gezogen. In meinem System ist es die Matrix. Also kann hier ein Anruf von der Mutter sein. Es kann auch eine Situation sein, in die du hineingezogen wirst, bei der du vielleicht wie Mutter agieren musst. Beides bringt dich in Verbindung mit der Mutterenergie. Aus meiner persönlichen Wahrnehmung ist Mutterenergie in der digitalen Welt die Darstellung der Matrix. Und aus meiner persönlichen Erfahrung kann ich auch sagen, je mehr ich mein weibliches Dasein lebe, desto mehr verstehe ich meine Familienangehörige, die weiblichen Familienangehörige, und desto mehr verstehe ich auch die anderen Frauen. Ich glaube, das ist das Logischste. Und für mich ist Königin der Schwerter so eine intelligente Energie einer intelligenten, erwachsenen Frau, die sich selber wertschätzt, die ihre Intelligenz verstanden hat, die vielleicht ihre Intelligenz etwas besonders ist, etwas, was sie ehrt und vielleicht auf Dauer vielleicht mit anderen Königen verbindet irgendwie. Aber hier sehe ich auf jeden Fall, du erlebst ein Upgrade in deine Position. Du bist jetzt auf der Augenhöhe mit deiner Mama zum Beispiel. Du bist auf Augenhöhe mit jemandem, den du bis jetzt immer nur bewundert hast, weil du vielleicht nicht verstanden hast, wie dieser Mensch was tut und es aber trotzdem diesen Mensch gemocht hast. Also so ein Upgrade in der mentalen Intelligenz. Und ich liebe sehr die Verbindung zur Königin-Energie, sprich hier sehe ich jemanden, der mental erwachsen geworden ist, der quasi seine Emotionen beherrschen kann. Sprich, wenn wir hier eine Königin haben, ist jemand, der sich darum kümmert. Es ist immer noch eine Königin, es ist immer noch eine Mama, sie hat immer noch einen König und sie hat immer noch entweder viele Kinder oder viele Angehörige, die sie betreuen muss. Also eine Königinrolle ist nicht zu unterschätzen, das ist eine verantwortungsvolle Position, die viel mit mentaler Stabilität zu tun hat. Jemand, der sein Schwert im Griff hat, Schwertenergie ist die Gedankenenergie, also egal was dir am Montag passiert, wenn du drunter nicht gehen möchtest, meine Empfehlung, sei dankbar, achte auf die
zeitlichen Abstände, die du in der oder in der anderen Situation verbringst. Und wenn du dich reinigen möchtest, dann sei einfach nur dankbar. Hat dir mir länger gedauert, mega geil, dann hast du etwas Gutes daraus gewonnen. Wenn du weiterleben möchtest, wenn du gut im Kopf, im Herz, im Körper sein und leben möchtest, musst du, glaube ich, das ist mein persönlicher Rat, dankbar sein. Für alles dankbar sein. Alles und jeder bringt dich weiter. Und so möge auch deine Montagsenergie sein. Hat dir mir länger gedauert? Dankeschön. Hat dir mir kürzer gedauert? Auch Dankeschön. Weiter geht's. 10. Münzen am Dienstag. Maximize within higher timeline. Hier empfiehlt sich etwas Physisches, so sehe ich das, Physisches zu besuchen, zu anzuziehen, zu gestalten, wenn du etwas anstrebst. Zum Beispiel, du möchtest an den Strand gehen, du möchtest wieder eine Bikini-Figur haben, dann empfehle ich dir, jetzt schon Bikini rauszuholen, jetzt ein Foto zu machen, Status Quo aufzunehmen, damit du quasi eine Transformation anfangen kannst. So what? Maybe dein Haupt-Drum-Body wird erst in nächstes Jahr fällig, weil das dauert natürlich Zeit, damit, wenn sich der Körper einstellt. Aber es muss irgendwo ein Start gesetzt werden. Und mit diesen 10 der Münzen sehe ich eine Energie, die man sich kreiert. Du kannst noch nicht am Strand leben, aber du kannst dir ein Foto im Internet raussuchen, welcher Strand dir gefällt. Du kannst dir jetzt schon ein Bikini raussuchen, den du an anderen gut findest, und diese andere Person sieht aber dir ähnlich aus. Also man kann sagen, fake it till you make it vielleicht. Aber das ist ein überzeugendes fake it. Hier geht jemand selbstbewusst in diesen fake mode ein, weil diese Person ganz genau weiß, dass es jetzt notwendig. Und das ist so dieses Loslassen von Schuldgefühlen, was ich hier eingangs erwähnt habe, das ist so eine Energie. Ja, du musst es noch faken, du bist noch nicht dort, aber wir wissen alle, wenn man sich das vorstellen kann, kann man das schon leben. Wenn dein Gedanke scharf, schnell, egoistisch und emotional genug ist, deine Vorstellung ausreichend ist, sodass dein Körper anfängt, all die Dinge zu unternehmen, auf die du bis jetzt Bock hattest, aber Angst davor hattest, dann kannst du eigentlich nur wissen, es geht jetzt los. Das heißt, höhere Timeline beginnt eigentlich am Dienstag. Deswegen, was auch immer du dir vornimmst, mein lieber Zuschauer, meine liebe Zuschauerin, achte ganz arg, was du am Dienstag machst, weil unbewusst machst du schon alle Dinge richtig. Und hier gilt es am Dienstag eher echt im Moment zu sein, weil du wirst echt merken, dass du schon eigentlich die Klamotten hast, du schon vielleicht sogar am Ort lebst, wo du eigentlich schon immer leben wolltest. Und wenn wir uns aber dessen nicht bewusst sind, dass wir schon die Dinge leben, dass wir eigentlich schon ziemlich gut unterwegs sind, haben wir manchmal dieses Gefühl von, es ist nicht genug, weil wir nicht im Moment leben. Und nicht genug kann auf Dauer chronisch werden, sodass man sich überarbeitet, sodass man gar nicht weiß, was man will. Man hat eigentlich schon alles, aber man fühlt sich nicht glücklich. Deswegen sei mehr im Moment. Wenn du glaubst, noch nicht das zu haben, was du haben willst, dann erlaube dir danach zu suchen. Erlaube deinen zwei Augen endlich visuell zu sehen, deinem Körper endlich zu fühlen. Ist es das, was du wirklich haben willst? Ja, also sei einfach nur mehr auf deine Sinn aufmerksam, auf das, ja, am Ende alles. Weil 10 der Münzen ist hier körperliche Wahrnehmung. Sodass dein Körper wird dir am Dienstag echt Bescheid geben, ob es das ist. Nee, das wird es dir geben. Du wirst so einen Gänsehautmoment haben. Und wenn es so ist, dann, wenn du es vielleicht gerade gehabt hast und du schaust dir dieses Video an, dann ist es mega magic. Ich freue mich sehr, dass wir uns hier Gleichgesinnte anziehen. Alright, mega geil. Also Montag bist du voll in deinem Element, du bist voll die Selbstbeherrschung und am Dienstag erlaubst du dir durch diese Selbstbeherrschung endlich Dinge anzufassen, selbst die Verantwortung für dein Leben zu übernehmen. Das ist ziemlich geil. Mittwoch, 8. Schwerte. Die Person versucht sich gerade zu erheben und fühlt Limitationen. Ja, ich glaube, das sind diese Boundaries, die wir hier eingangs gesehen haben. Auch eine Mutter, auch ein Mensch, auch ein Magier hat seine physischen Grenzen, hat seine mentalen Grenzen. 8. Schwerte ist enjoy this exciting.
Und ich glaube, hier Mittwoch, damit es nicht knallt, damit dir kein anderer Mensch Limit setzt und sagt, jetzt sei mal aber leiser oder jetzt mach mal das, damit es dir nicht passiert, musst du irgendwie am Mittwoch deine Aufregung im Griff haben, weil hier sprechen wir echt mehr von einer Aufregung. Also ja, die Schwerter halten dich zurück, aber das ist eher so ein, du bist endlich mit dem Typen deiner Träume und das ist kein One-Night-Stand, das ist Real Life und ihr habt eine geile Beziehung, zum Beispiel. Das ist so mein Real Life Experience. Oder wir haben zum Beispiel drei Katzen. Oder du hast zum Beispiel alles quasi, was dir, du hast Katzen, Tiere, du lebst dort, wo du wachst quasi auf, wie am Dienstag vorgesehen schon. Und am Mittwoch stellst du fest, dass, oh wow, das ist eigentlich alles cool, aber ich muss trotzdem weitermachen. Acht ist immer so eine Achterbahn. So eine Achterbahn bedeutet immer so ein Auf und Ab. Bedeutet, das kann sein, dass du mal einknickst. Das kann passieren, dass du, also es am Tag immer so ein Auf und Ab gibt. Mal hat man sich gestritten, mal kommt man wieder zusammen. Und hier muss jeder selbst die Verantwortung für seine, für sein Überleben quasi selber haben. Und wir sehen das an den Menschen, wie sie ihr Überleben bestreiten. Was ist quasi so der Erfolgsfaktor von einem Menschen? Und ich persönlich, und ich glaube, in der heutigen Zeit ist es quasi, wie geht man mit Nervosität um? Wie geht dieser Mensch mit dem Umfang von den Informationen, mit dem Stress? Weil Informationen, News, die sind im Übermaß. Ich glaube, es ist egal, wie alt man ist, man wird trotzdem von hier und da durch Informationen bestäubt. Und das ist das Wassermann-Zeitalter. Sehr gedankenlastige Ära, in der wir sehr stark mental sein müssen, weil wir viel Information haben und wir haben trotzdem noch ein Leben, wir haben trotzdem noch Bedürfnisse und diese Informationen sind aber auch eigentlich sehr, sehr gut. Und hier muss quasi selber wissen, jeder wissen, wie viel News, Informationen, Gedanken vertrage ich. Und wie gehe ich damit um? Ist das Sport? Muss ich Sport machen? Kannst du dich an deine Kindheit erinnern, wenn du noch, als wir noch jung waren? Ich bin jetzt über 30, aber mit 17 wusste ich ganz genau, was mir hilft, um wieder klar zu werden. Und das, glaube ich, geht jeder durch. So die Teenagerzeit von 14 zu 21 ist so die Zeit, in der der Mensch sehr erwachsen wird, in der quasi all das, was er in der Familie, in der Schule und den Freunden gelernt hat, wendet er zum ersten Mal in der Außenwelt an. Deswegen gibt es schon die ersten Ausbildungsbetriebe. Menschen sind unterschiedlich. Deswegen erinnere dich, wenn du am Mittwoch gar nicht weißt, was du machen sollst, wie hast du es gemacht, als du 17 warst, was hat dir geholfen? Und bitte, jeder hat, wie gesagt, seinen eigenen Trigger. Ich kann hier wirklich, ich will hier gar nichts ausschließen. Weil jemandem hilft zum Beispiel ein Bier und das macht gar nichts. Beim anderen muss es eher vielleicht ein Spaziergang sein. Deswegen testet eure persönliche mentale Stärke. Erinnert euch an eure Breakdowns, wenn ihr es könnt. Wenn jetzt viele Skorpione schauen, ihr wisst, was ich meine. Skorpionzeit ist gerade und Skorpionzeit ist sehr triggernd. Skorpion-Energie muss man verstehen, um zu wissen, wie nutzt man sie, um eigentlich in den nächsten Level zu kommen. Skorpion wird dich nie killen. Skorpion will nur das Beste aus dir heraus. Deswegen erinnert euch bitte, das ist euer persönliches Leben. Es gibt keinen über euch. Wenn ihr etwas nicht machen wollt, wenn es euch gesundheitlich schadet, dann ist es Game Over. Dann kannst du die, besser sagen, das ist nicht Game Over, aber dann kannst du wieder die Verantwortung zurückergreifen, dann wird dir keiner sagen, nee, das musst du machen, weil jeder Mensch beschützt seine eigene Gesundheit. Ja, deswegen, wenn es gar nicht geht, dann sprecht halt über die Nervosität. Wenn es gar nicht geht, dann muss halt geschrien werden, dann muss halt über die Nervosität gesprochen werden, weil das ist etwas Neues für jeden von uns. Diesen Umfang an Informationen hat keine von uns erlebt. Unsere vergangene Generation, Eltern und Großeltern, ja, die leben länger, die haben mehr Erfahrung, aber die haben andere Voraussetzungen, die haben andere physische, die haben andere physische Erfahrung.
Also je älter der Mensch in der heutigen Zeit ist, desto, würde ich vielleicht sagen, desto, wie kann ich sagen, man muss auf jeden Fall seine Mental- und sein Informationsvolumen daran arbeiten. Punkt. Und jeder hat es in unterschiedlicher Art und Weise. Donnerstag, wieder eine 8, wieder so ein, vielleicht kann man sagen, ein anderer Tag, eine neue Herausforderung. Jeder Tag fühlt sich hier ein bisschen satt an, obwohl sie irgendwie natürlich alle zusammenhängen. 8 der Münzen ist Enjoy the Game. Hier empfehlen die Karten, das auf das Physische zu übertragen, das, was du hier emotional ausgelassen hast oder was du gezeigt hast, was du emotional, wo du dich vielleicht auch emotional zurückhalten musstest oder was du auch im, was quasi hier das Thema war. Nehmen wir an, zum Beispiel, hier hast du etwas festgestellt. Weil du sehr aufgeregt warst, weil du deine persönlichen Limitationen festgestellt hast. Und wir alle wissen, wenn wir zum Beispiel Frau auch emotional, manche Dinge kann man nicht sofort umsetzen. Es muss erstmal Zeit vergehen, damit man Aktivität ergreift, damit man das, was man hier verstanden hat, umsetzt. Und wahrscheinlich, was ich vorhin sagen wollte, je älter man wird, desto länger dauert das, um von der Erkenntnis bis zur Umsetzung zu kommen. Man kann sagen, ja, man wird älter, aber ich sehe das so, dass man einfach viel mehr zu verarbeiten hat. Das ist quasi wie, ja, man hat viel mehr zu verarbeiten. Deswegen, wenn du deswegen sei einfach nur liebevoll mit anderen Menschen, die älter sind als du, und sei auch liebevoll mit dir. Wenn du gedanklich sehr schnell bist, aber an deiner Schnelligkeit körperlich nicht arbeitest, kannst du von deinem Körper nicht erwarten, dass deine schnellen, krassen Gedanken sofort in die Tat umgesetzt werden. Verstanden? Deswegen, wenn du Zeit hast, am Donnerstag vielleicht komplett die Gedanken auszuschalten oder vielleicht eher still zu sein, sodass du nur unternimmst, sodass du nur arbeitest, sodass dein Körper endlich die Möglichkeit hat, all das, was du hier erfahren hast über dich selbst, dass du das in die Tat umsetzt. Wenn du ein Künstler bist, dass du diesen Schmerz, die Künstler wissen, was ich meine, oder wenn du ein Skorpion bist, wenn du das, was du hier erlebt hast, dass du sofort in die Tat umsetzt. Wenn es Aufräumen ist, dann räumst du sofort auf, weil du die Nase voll hast, in den Limitationen von deinem Ort, von deinem Kopf zu leben. Wenn es endlich etwas zu kreieren ist, dann kreierst du es. Also Donnerstag, Aktivität ergreifen, Donnerstag zugreifen, Donnerstag einfach hier Mund zu halten, Gedanken ausschalten, einfach nur machen. Die beste Verbindung zu deinem dritten Auge, sodass das Ergebnis richtig gut ist, ist einfach nur Atmung. Weil dein Gehirn ist hier und dein Gehirn wird durch die Nase sofort mit dem Sauerstoff beladen. Und Sauerstoff ist das, was du brauchst, damit dein Körper atmet, damit dein Herz arbeitet und natürlich auch damit dein Gehirn arbeitet. Und damit dein physisches Ergebnis, deine Arbeit, was du mit deinen Händen vollziehst, auch gut ist, muss dein Körper auch gut und regelmäßig atmen, sodass du ganz genau merkst, wann du aufhörst, etwas zu unternehmen. Wir hören dann Dinge dann zu unternehmen, nicht weil wir sie nicht mögen. Manchmal haben wir Angst vor dem Ergebnis, weil wir nicht wissen, was die Konsequenzen sind. Manchmal haben wir zu lange etwas anderes gemacht. Wir wollen jetzt schnell etwas erledigen, aber dieses Schnelle muss auch richtig gute Qualität haben, weil du auch Anspruch hast, weil du auch richtig lange gewartet hast. Aber wenn du dazu selber physisch nichts unternimmst, zum Beispiel, du weißt endlich, dass du einen schönen Körper haben willst, aber du hast immer noch nicht den Mut, ein Bikini jetzt anzuziehen und jetzt ein Foto zu machen, es wird in 3 Monaten nicht besser. Das muss, oder du wirst es dann machen in 3 Monaten, aber in 3 Monaten ist auch der Sommer eher. Also lerne aus deinen Erfahrungen, wenn du genug gewartet hast, wenn du alles ausgegeben hast am Mittwoch, gedanklich, emotional, wenn es nichts mehr zu verlieren gibt, dann endlich
Na dann, spätestens dann. Das ist 4., 5., 6., 7. November. Ja, wenn es du am Dienstag noch nicht geschafft hast, dann mach es am Donnerstag. Und wenn du aber dieses Video dir anschaust, dann habe ich dich schon ausreichend gepickt, sodass du am Montag, Dienstag, Donnerstag, Mittwoch quasi unterbewusst schon mit deinen Themen anders zusammenkommst als bis jetzt. Weil ich etwas in dir aktiviert habe, das weiß ich einfach. Weiter geht's. Ich stehe für Glück und Gesundheit. Ich erinnere noch daran. Weiter geht's, Freitag. Also ich sehe, hier arbeitet jemand an einem ausgewogenen Verhältnis mit sich selbst und mit dem Leben. Man möchte nur das Beste daraus. Man hat einen weisen, mutterhaften Blick auf die Dinge. Man hat verstanden, wie man langzeitig etwas baut. Man erkennt die negativen Seiten im eigenen Verhalten. Man erkennt eigene Limitationen und man nimmt diese Limitationen dankbar an und setzt das endlich am Donnerstag um. Am Freitag kommt eine Prinzessin in der Münzen zum Vorschein. Ich finde das ziemlich gut, weil wir wissen alle, wenn wir einen Breakdown haben, wenn wir auf einmal ganz, ganz viel unternehmen und das hat eher so einen sportlichen Charakter, vergessen wir manchmal unsere Schönheit, unser Aussehen. Ich freue mich sehr, dass dieses Aussehen hier nicht vergessen wird und am 8. du hier voll geil erscheinst, in einer wundervollen Erscheinung, sodass man an dir sieht, was dein Wert ist. Ja, hier hat man gearbeitet, hier saß man noch unter der Decke, hier hat man nur gemacht, mit den Händen produziert und hier zeigt man das Münzenergie und hier bringt man schon eine Münze mit. Es kann eine Visitenkarte sein, das kann ein Foto auf deinem Handy sein. Ganz, ganz wichtig, wenn du hier ausgehst, du bist hier in einer richtig geilen Energie. Hier ist wirklich eine Geschäftsführerenergie, hier ist jemand, der das Leben, wie schon das Leben verstanden hat, so Menschen lieben so eine Energie. Eine Frau, jemand, der für alle denkt und jemand, der sehr, sehr smart ist. Das heißt, wenn es hier einen Ausgang gibt, dann nehme etwas mit. Ja, nehme etwas mit. Und ganz wichtig, wenn du hier, auch wenn du hier etwas zu Hause kreierst, dann mach ein Foto davon, sodass du dieses Foto wie diese eine Münze, wie dieses ehrenhafte, wertvolle etwas mit dir mitbringst. Das kann aber auch im übertragenen Sinne sein, dass du einfach nur mit einem guten Körper erscheinst, mit einer guten Statur. Wenn Menschen, die dich lange nicht gesehen haben, wiedersehen, weil hier sehen wir wieder Verbindung zu Menschen. Hier hast du jemanden um sich gehabt, hier hast du jemanden nah, hier bist du eher bei sich selbst und hier ist wieder Kontakt zu anderen und hier trittst du eher als Prinzessin, also hier bist du quasi dir selbst unterstellt, hier vertrittst du dich selbst, hier vertrittst du deine Werte, hier vertrittst du deine Arbeit, deswegen nochmal Visitenkarte, das ist so für die alte Generation Visitenkarte oder Foto auf dem Handy, hab deine Social Media Kanäle griffbereit, sei auch bereit, vielleicht deine Kunst vor Ort zu zeigen. Je mehr du flexibler, mobiler bist, desto cooler ist es am Ende. Desto mehr hat das Leben Spaß, weil wir hier viel Matrix, viel Spielenergie haben. Jemand, der Mentalität und Physis vereinen möchte, weil man den Nerv der Zeit verstanden hat. Und heutzutage, glaube ich, gewinnen diejenigen, die schlau sind und die aber auch beweglich sind. Also deine Schlauheit, deine Gedanken müssen sichtbar sein. Wenn du sehr, sehr lang, wenn du langsame Werte vertrittst, dann musst du dich auch langsam bewegen. Wenn du schnelle Werte vertrittst, dann muss auch deine Bewegung, dann muss auch dein Äußeres dementsprechend sein. Dann muss deine Kleidung vielleicht auch dementsprechend sein. Aber hier auf jeden Fall zeige dich, sei die kleinere Version von dir selbst. Du musst nicht alles darstellen sofort. Die Menschen müssen nicht sofort alles, deine ganze Story sehen. Du kannst eine Prinzessin sein. Prinzessin mit einem Geschenk. Sehr gut. Okay, ja, das ist eine gute,
gute Vereinung, Milch und Honig. Also jemand, der schon sehr viel Erfahrung hat, jemand, der Werte hat, jemand, der guten Bezug zu sich selbst hat und gleichzeitig aber auch jemand, der sich abgrenzt. Hier weiß man aufgrund von dieser Münze, von den Attributen, die ich gerade benannt habe, positionierst du dich. Also Menschen werden hier echt ganz genau wissen, aus welchem Hause du bist. Am Freitag geht es um die Zuordnung. Und so wie du über die Familie sprichst, das möchte ich nur sagen, so wie du sprichst, wo du herkommst, wo du gerade lebst, wo du hingehörst, es ist ganz wichtig, wie du dich positionierst. Für dich, weil aufgrund von deiner Ausstrahlung wirst du die entsprechenden Menschen anziehen. Deswegen erinnere dich bitte an deine höhere Timeline, an die 10 der Münzen. Was hast du am Dienstag festgestellt? Wo geht's hin? Wo willst du sein? Wo willst du leben? Was ist die Vollkommenheit? Und schau einfach nur, ob die Menschen, die aufgrund deiner Ausstrahlung kommen, ob die ähnliche Timeline haben. Und du wirst einfach nur sehen, krass, dann kannst du vielleicht auf solche Menschen tatsächlich bauen. Aber Fakt ist, auf erster Stelle geht es um dich, wo du herkommst. Sei dir dessen bewusst, was du ausstrahlst. Wochenende. Der Schwert kehrt zurück. Der Schwert, den du am Montag getragen hast. Der kehrt zurück. Aus der Schwerte ist Activate Your Lungs. Also vielleicht, ziemlich gut. Schneller Lauf, langer Lauf, generell etwas, was dein Atem auf jeden Fall aktiviert, wo du merkst, dass du deinen Körper antreibst. Es können auch Atemübungen sein, das kann alles quasi sein, wo du die Beherrschung über deinen physischen Körper hast, insbesondere über die Lungen. Und das Laufen ist die beste Aktivität, in der man sich selbst beweist, dass man der Herrscher über sein eigenes Leben ist. Es spielt keine Rolle, wie schnell du läufst, wenn du dich selbst bewegen kannst, wenn du dich selbst motivieren kannst, etwas zu tun, wenn du deinem eigenen Herzen befehlen kannst, schneller zu schlagen, ist es nicht ein Wunder. Und nach so einer Woche, insbesondere wenn hier viel Aufmerksamkeit war, wenn hier du nochmal so ein bisschen alles, was du bis Donnerstag erlebt hast, hast du hier am Freitag quasi in diese kleine Münze gepackt, hast du in die selbst gepackt und repräsentiert, das baut auf, das staut auf. Deswegen empfehle ich hier am Samstag es loszulassen. Deswegen Running und Laufen so eine gute Möglichkeit, einfach nur auszuatmen. All das, was sich da angestaut hat, zu reinigen. Fahrradfahren, Laufen gehen, kalte Dusche, Atemübungen, Wim Hof Atemübungen. Wenn du mit unseren Audios schon gearbeitet hast, dann höre dir nochmal die Audios an. Die sind dazu da, dass du deine höhere Timeline selbst gestaltest. Nochmal, wenn du scharf im Gehirn bist, aber wenn dein Körper schläfrig ist, ist es ein trauriges Leben, weil du deine Scharfsinnigkeit nicht physisch leben kannst. Also bleiben viele Sinne nicht aktiviert. Und Lungen ist quasi so ein Mittelwert zwischen deinem Herzen. Dein Herz ist dein Magier, dein Herz kreiert, dein Herz ist das Wichtigste. Ja? Wenn das Herz aus ist, ist das Spiel vorbei. Das heißt, du musst gut mit einem guten Freund, beste Freund mit deinem Herzen sein. Und die Best Buddies von dem Herzen sind die Lungen. Und mit Lungen muss man auch richtig gut umgehen können. Da muss man wie mit zwei Bodyguards, wie mit zwei Flügeln sprechen können. Wenn wir Probleme mit Eltern haben, ist es das, was uns den Atem raubt am Ende. Und deine Lungen, deine den Eltern zum Beispiel, vergleiche ich damit, ja. Das heißt, wenn es Gespräche mit Eltern sind, musst du sehr stark in der Lunge sein. Alleine deswegen, dass du deine Kommunikation unter Kontrolle hast, dass du deine Werte vertreten kannst, dass du emotional werden kannst, dass du vielleicht eher nicht emotional werden kannst, dass du einfach nur selbst, dir selbst sagst, was gut ist. Deswegen Samstag, trau dich, wenn du sowieso abnehmen willst, ist das Laufen das Beste.
Wisst ihr warum? Das habe ich von meinem Freund gelernt. Das klingt so simpel, aber der hat es mir bewiesen und ich durch meine Shape kann ich das auch, weiß ich das. Wenn wir laufen und wenn wir das regelmäßig tun, wird unser Körper das unnötige Gewicht ablegen. Unser Körper sind so intelligent, wir können uns das gar nicht vorstellen, dass wir wissen es. When you don't use it, you lose it. Was du nicht nutzt, verlierst du. Und das passiert aber eigentlich auch mit dem Fett. Durch das Laufen werden Füße wieder aktiviert, Knie, Lunge, klar, wieder Verbindung zum Gehirn. Laufen ist das, was unser Unterbewusstsein braucht, denn wenn du in Gefahr bist, kannst du entweder zuhauen, du kannst einfrieren, du kannst dich klein machen, anpassen oder du kannst auch weglaufen. Und wenn du intrinsisch unterbewusst weißt, du bist zu schwach, um wegzulaufen, werden die Menschen bequem. Und zu bequem ist auch manchmal nicht gut, insbesondere wenn du sehr scharfsinnig sein musst. Deswegen, wenn du deine Gedanken tatsächlich verstehen möchtest und das, was du siehst, in Realität umsetzen willst, musst du erstmal in erster Stelle mit deinem Körper es können. Und das passiert, wenn wir Sport machen, das passiert mit dem Laufen. Fürs Laufen brauchst du nichts. Kein Fitnessstudio-Mitglied, brauchst du nicht mal richtige Schuhe. Die Völker hier in Mexiko, die in Sandalen laufen, beweisen es uns. Also es gibt eigentlich wirklich keine Ausrede. deswegen, wenn es dich gecatcht hat, dann bitte fang damit an. Das ist, glaube ich, das Beste, was ich auch für mich festgestellt habe. Neben dem Tanzen ist das Laufen übrigens auch das, Leute, was auch männliche Energie aktiviert, sehr, sehr stark. Also sowieso, wenn du zu viel weibliche Energie hast, wenn du vielleicht zu viele Frauen um dich herum hast, wenn du Frauen aktivieren musst, wenn du Frauen ziehen und motivieren musst, musst du dich selbst auch motivieren. Und das Laufen ist das, was gesund innere Männlichkeit aktiviert. Und innere Männlichkeit ist auch irgendwo das Schwert. Nervosität. Laufen ist auch das Beste gegen die Nervosität. Aber auch das muss balanciert werden. Das muss komfortabel sein. Ja, bitte killt euch nicht. Es muss jeden Tag machbar sein. Weil, bitteschön, 9 der Münzen, ja, das ist unser Gründerabschluss, es muss bequem sein. Wenn es nicht gesund ist, dann lohnt sich das nicht. Keine Diät ist es wert, wenn es deine Gesundheit gefährdet. Kein Fitnessstudio-Beitrag ist es wert, wenn du Sport nicht magst. Alles ist für uns Menschen da, damit wir eigentlich uns besser fühlen. Weil alles, was in dieser Realität ist, ist von den Menschen kreiert. Und alles, was besteht hier in dieser Realität, wie Menschen und Gegenstände, hat Recht sozusagen. Das heißt, du hast Recht, hier zu sein. Dein Glück hat Recht, hier zu sein. Dein Aussehen hat Recht, hier zu sein. Deine Gesundheit hat Recht, hier zu sein. Deine Schönheit hat Recht, hier zu sein. Das musst du dich nur wieder dran erinnern. Du musst dich wieder im Spiegel sehen und sagen einfach nur, ich bin die geilste Sau, ohne dass du mit anderen competen willst. Hier geht es eher um Frieden mit sich selbst. Liebe Schützen, das ist auch unter euch irgendwie unter anderem an euch. Ich glaube, das ist das, was uns auch die Schützenenergie im Dezember, weil wir wissen, im Dezember ist alles wieder gut. Ja, das ist nur kurze Zeit, wir müssen einfach nur stark sein. Stark im Sinne von, mein Glück ist mir wichtig, egal wie viel Negativität vielleicht um mich drumherum ist, ich bestehe auf meine Gesundheit. Weil wenn meine Gesundheit nicht existiert, kann ich dieses Spiel nicht enjoyen, nicht genießen. 9 der Münzen was, share the finding. Letzte Botschaft, was auch immer du findest, genauso wie ich das durch dieses Video tue, bitte gib jeden Tag etwas Gutes an jemand anderen weiter. Wenn du mir etwas Gutes zurückgeben möchtest, dann like dieses Video, kommentiere, du kannst mir Geld spenden, wenn du möchtest, du kannst persönliche Legung buchen, du kannst Programm bei uns kaufen, du kannst Audios bestellen. Wenn du jemand anderen was Schönes machen möchtest, dann dir sowieso, klar, habe ich heute alles beschrieben, aber gib etwas Gutes weiter nach diesem Video. Schöne Message an Menschen, den du liebst. Gute Botschaft an jemanden, der dir wichtig ist. Lass uns die höhere Timeline gemeinsam kreieren. Lass uns gemeinsam gesund und glücklich sein. Teilen, sharing is caring. Deswegen, wenn du in guter Energie bist, wenn du dich stark genug fühlst, wenn du dich genug abgegrenzt fühlst, dann teile deine gute Energie mit anderen Menschen weiter.
Dankeschön. Danke fürs Anschauen. Lasst mich wissen, ob euch dieses Format gefallen hat. Habt eine wunderbare Woche. Ich liebe euch. Wir sehen uns im anderen Video. Bye bye. Ciao. Ich lebe meinen Traum. Dies ist mein Traum. Dies ist meine Geschichte. Heute habe ich mich wieder geboren. Ich vertraue meiner Intuition. Ich bin mein höheres Selbst. Ich bin positive Gedanken. Ich bin mein volles Potenzial. Ich bin Inspiration. Ich lebe meine Intuition.